Ja, ein herzliches Lahöchen, meine lieben Leute, und willkommen zur nächsten Folge. Und zu dieser Folge, da werde ich auch noch eine Ratte besiegen, die eigentlich sehr einfach ist. Wegstecken, plündern, danke. Weiter geht's. Wir sind da irgendwo. Ah, da war ich schon mal. Ja, das ist dieser gefährliche Ort, wo ich damals schon gewesen bin. Ja, es ist ja nicht mehr lange. Morgen ist Silvester, meine Lieben. Na, ist das toll. Morgen ist Silvester. Freue ich mich schon voll. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Das finde ich gut. Ja, ich hoffe, ihr habt noch eine angenehme restliche Woche in diesem Jahr. Ja, genau, ja. So ist das. Ich hoffe es. Da zischt wieder irgendwas. Da kreischt wieder irgendein Viech. Leute. Ja, ich bin schon Folgen über Folgen unterwegs. Hier in dieser Gegend. Um von einem Ort zum nächsten zu gelangen. Da komme ich nicht drauf. Was ist da drinnen? Da ist so eine komische Ratte. Ich werde mal quicksaven, ja. Ich will da reinschauen. Vielleicht gibt es da was Schönes zu looten, Leute. Ja, auch das möchte ausgekostet werden. Ja, weg mit dir, du Rattenviech. Dankeschön. Tschüss. Haha. Du bist doch so lächerlich einfach, echt. So, was haben wir da für ein Lager? Da ist ein Lager, Leute. Aber irgendwie... Ja, da ist ein Heiltrank. Na bitte, habe ich wieder einen Heiltrank. Öllampe, unbrauchbare Verbandstasche. Die schmeiße ich jetzt übrigens auch nicht mehr weg. Oder verkaufe sie oder so. Nö, nö, mache ich nicht. Das war's eigentlich schon. Das ist aber ein kleines Minilager, Leute. Aber da kann ich nach oben. Nö, kann ich nicht. Ich meine schon, aber da ist nichts. Ich liebe meinen Jetpack. Wirklich. So, was ist da los? Ein Pfeil? Okay. Da liegt was. Flatterer. 9-mal Elixit. Dietriche. Leute, ich habe Dietriche gefunden. Okay, gehen wir weiter. Da ist eine Pflanze. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich hoffe, ja, zu den Klerikern hoffe ich. Ich hoffe, ich bin zu den Klerikern unterwegs. Da unten, da ist auch was. Was haben wir da? Eisenerz, Elektroschrott. Wahnsinn. Hammer. Giftkraut. Okay. Ja, fertig. Und da ist auch irgendein... Ah, das ist nur so ein Stein. So, meine lieben Leute. Es geht einmal weiter. Da sind überall Häuser. Ich finde das super. Ich speichere wie immer. Ich speichere so oft, Leute. Ja, ich sage ja immer wieder bei meinen ganzen Let's Plays. Oh, was ist da los? Nö. Da ist der Kerl. Ich erkenne sein Gesicht. Ah. Oje. Ich will ihn, dass er meine Ausrüstung noch hat. Was ist das? Warte! So sieht man sich wieder. Du bist es, der Mann aus den Bergen. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das heißen? Nun, du bist hier. Wo ist meine Ausrüstung, die du mir gestohlen hast? Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen. Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Einen Drink? Ach du Kacke. 200 Erfahrungspunkte. Ich hätte nicht wenig Lust, dich vom nächsten Felsen zu stoßen. Ist das deine perverse Art, Geschäfte zu machen? Genau. Ist das deine perverse Art? Warte, ich hab den gefunden, der mir die Ausrüstung gestohlen hat. Immer aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen.
Oh. Bin ich tot? Leute. Ach du Kacke, was ist da los? Verflucht. Was ist hier passiert? Er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alp-Commander. Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Bist du dir sicher? Nein, aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Scheiße. Ist er das? Hey, Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elix gehört jetzt uns. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Ah, das waren Erinnerungen. Ja, und da bin ich dann gestorben. Ah, okay. Also gestorben, unter Anführungszeichen. Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hochdekorierter Alp-Commander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem deine Instinkte nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Oho. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt, ja? Hallo, Tobi. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja, dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Ja, eigentlich genau schon. Genau wie ich. Ha! Ein ausgekochtes Schlitzohr, neue Mission. Oh! Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Edan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon. Also wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ja. Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Na super. Mit anderen Worten, sie ist weg. Ja. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Ja, genau. Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche. Aber von den Eigenheiten und Ticks der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nachhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche? Hey Mann, ihr Eisklötze kommt doch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xakor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Stimmt. Das sagt genau der Richtige. Ja. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Na schön, nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Genau. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay, und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme, allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger im Hals. Oh! Nun, ich muss wohl jemanden eben vor die Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Aha. Ist das zu fassen? Wahnsinn. Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja, aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde.
Wenn du verstehst, was ich meine. Du glaubst wirklich, ich lasse dich einfach wieder weg? Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Mhm. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Ja, genau. Man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, Eisklötze. Aber irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Ja, irgendwo. Und zumindest, wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vorm Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit. Sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Oh, Leute, das ist ja der, der meine Ausrüstung gestohlen hat. Ganz am Anfang habt ihr es gesehen. Leute, Mega-Sequenz. Ach, unglaublich. Also ich hätte mir wirklich nicht gedacht, dass da wirklich noch was zu holen gibt. Also sequenzmäßig, ja, gebratenes Fleisch. Zubereiten, Leute. 6 Stück gleich. Da fehlt noch was. Starke Knochenmarkbrühe. Zubereiten. Da fehlt noch was. Schließen. Dankeschön. Super, Leute. Ich kann sein, dass ich demnächst zukünftig einen Partner habe. Ich werde mich hier drinnen mal ein bisschen umsehen. Da alles looten, was geht, Leute. Es ist so ein mega... Ich finde das Spiel wirklich sehr genial. Es ist schon wirklich ein mega Spiel. Extrem schwer. Wirklich. Extrem schwer. Aber super. Wirklich. Also es sind Überraschungen, es ist wirklich ein Aha-Spiel, ja, wo man wirklich immer wieder den Aha-Effekt bekommt, echt. Zum Beispiel mit dieser Sequenz hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Sandiges Handbuch, Flugblatt. Was haben wir da jetzt? Zurückgelassene Nachricht 4, Leute. Hier war kein Durchkommen mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir drehen um und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Okay. Ja, das Astelfleischsuppe, was? Da können wir so viel looten, also so viel auch verkaufen und so. Anleitung für was? Schrottscanner erhalten. Da ist eine Kiste, verschlossen, brauche ich 2. Tagebuch einer Kellnerin. Unvollständige Aufzeichnung. Meine Angebetete, es tut mir unendlich leid, dich warten zu lassen. Heute Nacht, sie ist wunderschön. Okay, eine unvollendete Aufzeichnung war das gerade. Jo, mein Hund bellt gerade. Was ist da los da draußen? Hallo! Rezept Hochleistungssuppe. Tun wir da ein bisschen ausplündern da, ne? Die Base. Da ist der Hinterausgang. Kann ich da auch irgendwas noch looten? Wäre ja doch toll. So, und jetzt? Alte Münze. Ein Klo. Sind da Stimpaks? Stimpaks. Fallout, Leute. Eine Anlehnung auf Fallout. Stimpaks. So, fertig eigentlich, oder? Ja. Somit würde ich einmal sagen, da haben wir einen Teleporterpunkt, Leute. Das finde ich ja genial. Endlich wieder einen Teleporterpunkt. Ah, Gott sei Dank. Finde ich cool. Leute, Teleporter Sandy Pines wurde aktiviert. Magnesiumfackeln haben wir da einige. So. Da können wir weiter looten da drin überall. Das sind solche, weiß nicht, sind das Bungalows oder... Ja, Apartments halt einfach, ne? Endlich haben wir den nächsten Teleporterpunkt entdeckt. Das beruhigt mich jetzt schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Geldbündel nehmen. Okay, was haben wir da oben? Da ist eine Tasche. Oder ist das eine Tasche? Keine Ahnung. Aber da ist nichts drin. So, ja, wie lange geht diese Sitzung noch, weiß ich nicht. Ich glaube, noch 1 oder 2 Folgen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Ich muss noch andere Sachen auch let's playen, Leute. Ich habe da so viel zu let's playen, natürlich, weil eben letztens ja die letzte Woche, also das letzte Wochenende ja das Weihnachtswochenende war. Wow, Leute!
Leute. So ein blödes Viech. Leute. Weg hier. Der hat mich eh nicht getroffen mit seinem Spuckding. Echt jetzt. Okay, jetzt sollte ich vorsichtig sein. Da ist auch so ein Viech. Nö, also ich gehe mal weiter. Ich glaube, da werde ich nicht wirklich viel finden. Muss da wirklich aufpassen auf diese Viecher. Ja, da höre ich sie schon knarzen, diese Viecher. Besen. Nehme ich mit zum Verkaufen, Leute. Ja, da lasse ich die Finger jetzt davon. Das sind so viele Viecher. Ich marschiere jetzt weiter, Leute. Ich muss in die Stadt. Bin ich hier irgendwie richtig? Schauen wir mal auf der Karte nach. Nach rechts oben muss ich. Ich muss nach rechts oben, Leute. Ja, hier. Hier rauf. Ja, ich bin ja unterwegs zum Hort, Leute. Also, wo, aber wo der jetzt genau wartet beim... irgendwas hat er gesagt. Servus. Irgendwas hat er gesagt. Die Kritter sind auch so einfach, Leute. Ja, die Kritter sind auch eigentlich ganz einfach, so wie diese Ratten. Was ist das hier? Metallschrott. Na gut, da kann ich mir nichts holen jetzt. So, gehen wir weiter. Die Kritter. Ja. Servus, du kleines Viech. Was haben wir da? Kleiner Energiespeicher. Da haben wir einen Hammer. Okay, den Hammer. Passt. Haha, Leute. Oh, da ist so ein komisches Viech. Wieder da drüben. Wirklich ein Wahnsinn. Ich muss hier ausweichen. Weil ich bin Arzt. Leute. Ich gehe mal langsam, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob ich da in einen Viech reinrenne oder was. Oh, zum Beispiel hier. Leute! Ah! Weg hier! Wow, da ist auch ein Viech. Wow, das sind überall Viecher. Hilfe! Lauter Viecher! Schnell weg! Ah! Boah, Gott sei Dank. Ich möchte mir nämlich diese Pflanze da hinten holen. Boah, sie ist immer so gefährlich. Nein, diesen Dino. Nö, Dino weg. Weg mit dir, du Viech. Dreh um. Dreh um. Ja, weg mit dir. Da ist diese Pflanze, möchte ich haben. So, und tschüss. Schnell laufen. Lauf doch, wenn ich klicke. Also die Steuerung ist manchmal schon wirklich seltsam. Was ist hier oben eigentlich? Krug, okay. Da ist ein Krug. Trockenfleisch. So, was soll ich da jetzt? Was ist da oben? Ja, bin ich da jetzt richtig? Nö, bin ich nicht. Aber ich muss darüber irgendwo. Muss wieder runter, natürlich. Weil da bin ich ja sowieso nicht richtig, Leute. Ah, ich habe mich da verfangen. Beim Sessel verfange ich mich da jetzt mit den Füßen. Nö. Das geht gar nicht. So, aber diese Folge ist jetzt ebenfalls vorbei und ich würde mal sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter, die dann die letzte Folge sein wird in dieser Woche und auch in dieser Aufnahmesitzung, Leute. Ich würde sagen, ich gehe da mal ein bisschen weiter da und hoffe, dass ich bald da ankomme, wo ich ankomme. Wo ich hin muss, meine ich. Leute. Ja, meine ich. Ah, Ruhe! Tobias, ruhig! Nö, ist nicht langweilig, es ist cool, Spannung pur hier. So, meine Lieben.
Gut, dann war's das. Dann werde ich einmal einen Schnellspeicherpunkt machen und dann in der nächsten Folge weiter experimentieren. Nö, weitergehen. Und ja, dann sehen wir uns morgen zu Silvester wieder. Es müsste eigentlich morgen Silvester sein, wenn ich das genau richtig ausgerechnet habe. Und bis dahin heiße ich euch herzlich willkommen, wollte ich sagen. Sage ich zu euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Genau, jetzt habe ich es rausbekommen. Ich sage Game Over und ciao.